Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nachtausgabe, die wie immer eine freie Themennacht ist. Das heißt also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Ruft ganz einfach an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist eine Frau. Die erste Anruferin ist eine Frau, das ist die Sandy und Sandy ist 18 Jahre alt. Hallo Sandy. Hallo Domian. Jo. Also mein Thema geht darum, ich bin jetzt im vierten Monat schwanger und mein Ex-Freund sitzt in der JVA. Ex-Freund? Ja. Also der Vater des werdenden Kindes? Ja, ich habe mit ihm Schluss gemacht, weil er hat mich in der Beziehung halt betrogen, er hat mich beklaut, er hat mich geschlagen, er hat mich eingeschlossen. Mhm. Also ich habe wegen ihm auch schon mein erstes Kind verloren. Wie lange wart ihr denn zusammen? Fast 2 Jahre. Ja. So lange hast du es bei dem ausgehalten, wenn der dich so behandelt hat? Ja, ich habe ihn geliebt, ich weiß nicht. Wir wollten jetzt eigentlich am 18. Dezember heiraten. Ja. Und ja, eigentlich habe ich mir eine gute Zukunft mit ihm vorgestellt, weil er war auch damals auf Heroin. Mhm. Er hat aber nur Heroin geraucht. Und du warst gut. Ja, ich habe mit ihm 2 kalte Entzüge mitgemacht auch. Mhm. Aber du hast keine Drogen genommen? Gar nicht, nein. Du hast ihn begleitet bei den... Ja, ich wusste am Anfang nicht, als wir zusammengekommen sind, dass er Drogen nimmt. Mhm. Das hat er mir 3 Wochen später gesagt. Aber jetzt bist du von ihm getrennt. Jetzt bin ich von ihm getrennt. Er sitzt ja auch noch in der JVA Rheinbach jetzt. Ja, seit wann bist du getrennt? Seit 2 Monaten jetzt. Also, ach so, das heißt... Am Anfang bin ich mit ihm zusammengeblieben. Ja. Bin ich noch besuchen gegangen und so, aber dann ist mir im Klaren geworden, dass ich eigentlich einen Fehler mache mit dem, was ich da mache, weil ich muss auch an das Kind denken und nicht nur an mich. Also Fehler gemacht, was du da machst, damit meinst du, dass du mit ihm zusammen geblieben bist? Ja. Das hast du als Fehler gesehen? Nach dem, was er dir angetan hat. Wie steht er denn zu deiner Schwangerschaft? Er weiß es noch gar nicht. Ach, der weiß es noch gar nicht? Nein. Ich wollte ihn am Dienstag jetzt besuchen gehen nochmal. Ja. Ich war jetzt 2 Monate auch nicht mehr bei ihm. Mhm. Und dann wollte ich es ihm schon beibringen. Ja. Du hast ja quasi jetzt mit ihm Schluss gemacht, während er im Knast sitzt. Ja. Ne? Das hast du dann wahrscheinlich so in so einem Besucherraum gemacht. Nein, ich habe ihm geschrieben. Ach so. Und hast du ihn danach... Er hat mir gedroht. Was hat er gedroht? Ja, er hat mir gesagt, dass der damals bei seiner Ex-Freundin, weil er sitzt jetzt halt nicht das erste Mal, er hat schon mal 2,5 Jahre gesessen. Ja. Einmal 2 Jahre und einmal 1,5 Jahre. Wie alt ist er? 23. Mhm. Und seine Ex-Freundin hat ihm wohl damals im Gefängnis gestanden, dass sie ihm fremdgegangen ist. Ja. Da hat er ihr ein richtig dickes blaues Auge geschlagen. Wie? Im Gefängnis? Ja. Der Besuch wurde ja dann auch direkt abgebrochen, aber er hat es mir halt erzählt. Ach so, und da hattest du Angst, lieber... persönlich zu sagen. Verstehe. Ja. Du hast ihn jetzt danach auch noch gar nicht persönlich gesehen? Nein. Hat er dir einen Brief zurückgeschrieben und... Ja, er schreibt mir ja jede Woche fast und er schreibt, dass er mich liebt, dass er versucht, sich zu ändern. Und bettelt, dass er zurückkommen kann? Nein, nicht das, aber ich habe jetzt mit seiner Mutter auch geredet, weil mit seiner Mama komme ich super gut klar. Ja. Und sie meinte, das wäre wohl das Beste, wenn ich ihm das mal erkläre. Ja, verstehe. Jetzt sag mir noch, weil ich das gerade nicht gefragt habe, weswegen er im Knast jetzt sitzt. Er ist nachts in eine Pizzeria eingebrochen. Was gibt's nachts in der Pizzeria zu klauen? Pizza? Ja, er hat gedacht, er würde da Geld finden oder so. Mhm. Hat aber dann insgesamt 16 Schokoriegel geklaut und ein Multifunktionswerkzeug. Das gibt's ja nicht. Ja, doch. Wie absurd. Ja, und dafür hat er jetzt 8 Monate dann bekommen. 16 Schokoriegel hat er geklaut. Ja. Das ist ja schon so dämlich, dämlicher geht's gar nicht mehr. Ja, ich habe auch gedacht, wie kann er so bescheuert sein? Ja, er dachte halt, es gibt Geld da drin und der ist so blöd, die Pizzeria war 500 Meter von der Polizeiwache entfernt. Also Dummheit muss dann auch noch bestraft werden, ne? Zusätzlich zu allem. So, jetzt hast du mich angerufen. Ich weiß gar nicht genau, warum du mich angerufen hast. Ja, halt einfach, weil ich mal den Rat von einem Außenstehenden hören wollte. Ja. Weil... die einen sagen zu mir, gib ihm noch mal eine Chance, weil ich weiß nicht, ob ich ihm noch eine Chance geben soll. Du hast ja gerade das nur so beiläufig gesagt, was er mit dir gemacht hat. Mhm. Er hat dich, ich frage noch mal so ein paar Sachen ab. Er hat dich geschlagen.
Ja. Wie oft in den 2 Jahren? 4-5 Mal, weil er dachte, ich würde ihm fremdgehen. Ja, hat er dich heftig geschlagen? Ja, meine Backpfeife oder ich habe da auch schon blaue Flecken. Ja, dann hast du gesagt, er sei schuld daran, dass du das erste Kind verloren hast. Ja. Inwiefern war er schuld daran? Wir waren halt spazieren und ich wusste noch gar nicht wirklich, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann hat er mir wieder vorgeworfen, ich wäre ihm fremdgegangen und ich meinte zu ihm, nein, wie er darauf kommen würde. Mhm. Und dann meinte er, ja, ein Freund von mir hat mir das erzählt, das war halt auch ein Junkie, aber der hat gespritzt. Mhm. Und sag ich so, nein, ich hatte mit dem nichts und ich versuche dich von dem Zeug wegzubringen, dann fange ich bestimmt nichts mit jemandem an, der sich spritzt. Ja. Ja, und dann hat er immer weiter darauf rumgeritten, dann hat er mich auch geschubst, dass ich umgefallen bin. Mhm. Und dann habe ich Magenkrämpfe bekommen, bin dann sofort ins Krankenhaus gefahren, da habe ich dann erfahren, dass ich in der 12. Woche schwanger war. Ach so, da wusstest du nicht, dass du schwanger warst und er wusste Nein, auch nicht. Nein, wir hatten aber den Verdacht. Ach so, gesprochen wurde schon darüber. Ja. Mhm. Ja, und dann bin ich im Krankenhaus gewesen. Mhm. Und auf einmal, er ist super schnell verschwunden und ich wusste nicht warum. Ich wollte ihn dann 10 Minuten später nochmal anrufen. Mhm. Und dann habe ich in mein Nachtschränkchen geguckt vom Krankenhaus und dann hat er mein Handy geklaut gehabt. Ach, dich hat er auch noch beklaut? Während ich mein Kind verloren habe, ja. Mhm. Also er hat mich öfter beklaut. Was ist das, was du ihm am übelsten nimmst, was er getan hat? Das Fremdgehen. Wie oft ist er fremdgegangen? Einmal und das am Ende und das habe ich dann rausbekommen. Also ich habe von öfter gehört, mit seiner Ex-Freundin muss wohl da was gelaufen sein und so. Und er hat mich auch mal beim Sex mit dem Namen seiner Ex-Freundin angesprochen und so. Oh, das ist auch nicht schmeichelhaft, ne? Nee, ist absolut nicht schmeichelhaft. Nicht. Mhm. Dass du jetzt schwanger bist, ist das jetzt so ein, in Anführungszeichen, Betriebsunfall? Oder hast du... Ja, nein, eigentlich nicht, weil wir wollten ja, ich hatte mich ja eigentlich wieder super gut mit ihm verstanden. Ich habe das mit dem Fremdgehen ja auch genau an dem Tag erfahren, als er in der, als er verhaftet worden ist. Ich wollte am anderen Tag mit ihm darüber reden, weil ich halt von seinem kleinen Bruder, der ist 10 Jahre alt, von dem habe ich es gehört so. Mhm. Also im Prinzip war das okay für dich, dass du schwanger geworden bist? Ja, es war eigentlich ein Schock für mich, weil ich habe es erst im August erfahren, da war ich ja schon im 2. Monat. Ja. Und ich bin bei der Arbeit zusammengebrochen und meine Chefin hat mich halt nach Hause geschickt und meinte, so könnte sie nicht mit mir arbeiten. Mhm. Ich bin daraufhin zum Frauenarzt, weil irgendwie war es sowieso komisch, meine Brust war im Spannen und alles. Ja, und da habe ich dann erfahren, dass ich im 2. Monat schwanger bin. So, jetzt ist die große Frage, soll ich ihm nochmal eine Chance geben? Ja. Oder soll ich sagen, definitiv Schluss aus. Den Brief, den du ihm geschrieben hast, was war so die Hauptbegründung, weswegen du Schluss gemacht hast? Weil ich das alles nervlich nicht mehr kann, durch das Heroin, weil wir halt diese 3 Entzüge habe ich mit ihm mitgemacht und er hat sie immer wieder, er ist wieder rückfällig geworden, dass ich halt was ihm noch zu sagen habe, was ich ihm jetzt halt nicht in dem Brief sagen könnte und dass ich für diese Sache halt ein bisschen Verantwortung übernehmen muss, dass ich Schluss mache, weil er mir fremdgegangen ist, auch wenn er es bestreitet. Das Mädchen selber hat mir auch gesagt, dass es stimmt. Ja. Und halt, dass ich einfach einen klaren Kopf für mich brauche und dass ich mein Leben jetzt erstmal ohne ihn... Was ist denn dein Gefühl für ihn? Noch also sehr, sehr viel. Also. Sehr viel. Ja, weil er schreibt mir in den Briefen, er ändert sich, er liebt mich. Pass auf, natürlich muss man ja auf der einen Seite sagen, das ist sehr schlimm, was da vorgefallen ist. Das ist auch mit nichts zu rechtfertigen und eigentlich auch gar nicht zu verzeihen, was er mit dir gemacht hat, wie er dich behandelt hat. Er hat dich ja teilweise sehr schlecht behandelt, ja. Muss man sagen. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen untertrieben. Nun sind da Gefühle im Spiel, sagst du. Und er sagt ja, auch, dass da Gefühle... Und er sagt da, und es kommt jetzt ein Kind... Was hältst du denn von folgender Idee? Wenn du ihm sagst, pass mal auf, ich will vielleicht die Tür nicht vollkommen zuknallen, aber ich brauche wirklich erstmal ein bisschen Zeit und ich will auch den Beweis haben, dass du dich wirklich änderst, dass du dein Leben in den Griff bekommst. Das hatten wir ja schon mal versucht. Mhm. Das war damals halt nach dem 3. Entzug, da habe ich ihm gesagt, wenn du dich jetzt nicht änderst, dann tut's mir leid, aber dann müssen wir uns trennen. Ja, und diese Chance hat er nicht genutzt. Diese Chance, er hat gesagt, dann wollte ich halt eine Auszeit, gib mir eine Auszeit, damit du mir zeigen kannst, dass du dich änderst. Ja. Und dann können wir es gerne nochmal versuchen, nur lass mir bitte diese Auszeit. Und er hat gesagt, nein, wenn du jetzt Schluss machst, ist dann Schluss. Mhm. Ich will keine Auszeit, ich brauche dich, ich will dich. Hat er zu dir gesagt? Ja. Ja, und wenn ich Schluss machen würde, würde er mir schon zeigen, zu wem ich gehöre. Ah, also hat er wieder gedroht.
Ja, schon öfter. Also ich finde, wenn überhaupt, dann nur mit einer, nennen wir es ruhig mal, Auszeit oder Distanz. Mhm. Auf keinen Fall jetzt alles wieder nahtlos ineinander übergehen. Vielleicht ja, verändert. Kommt ja auch erst im Februar raus. Na gut, egal. Vielleicht verändert er sich ja schon aufgrund dessen, dass er jetzt Vater wird. Und vielleicht sollte man eine ganz kleine Chance... Er ist schon Vater von zwei Kindern. Ach so. Das erste, also der ist früh Vater geworden, das erste Mal mit 15. Mhm. Aber die Freundin hat das Kind zur Adoption freigegeben. Mhm. Und das zweite Mal ist er mit 17 schwanger geworden. Da war er in Belgien im Urlaub. Ja. Wollte eigentlich nur ein One-Night-Stand, also sollte eigentlich nur ein One-Night-Stand werden. Und kümmert sich um das Kind nicht? Doch, er ruft sie jedes Wochenende an, die Kleine. Und er vermisst sie auch. Er muss nur ein Foto von ihr sehen und fängt an zu weinen. Also ein guter Vater ist er schon, das weiß ich. Okay, vielleicht rüttelt ihn jetzt diese erneute Schwangerschaft und das erneute Kind von ihm doch gänzlich auf. Meine Meinung als Außenstehender wäre, wirklich nicht radikal Schluss zu machen, obwohl es eigentlich verdient hätte, nach dem, was du mir erzählt hast, aber in Anbetracht dessen, dass da jetzt ein Kind unterwegs ist und da auch eine ganz andere Verantwortung entsteht, schlage ihm das vor, dass da auch noch Gefühle bei dir sind, aber erstmal willst du auf Distanz gehen. Und dann, das habe ich ihm ja auch geschrieben, dass ich ihn dann, immer noch liebe. So, und wenn er dir jetzt wieder Druck auf dich ausübt, dann vergiss es, dann mach einen Strich drunter. Wenn der wirklich an dir interessiert ist, reißt der sich jetzt am Riemen und sagt, okay, dann gehe ich erstmal ein halbes Jahr vielleicht zurück und beweise wirklich, dass ich mich verändert habe und habe dann eine gute Grundlage für eine weitere Beziehung. Aber auf keinen Fall nahtlos jetzt ineinander übergehen, wenn er aus dem Knast kommt. Auf keinen Fall. Und lass dich auf keinen Fall unter Druck setzen. Nein, das lasse ich mich sowieso. Ich habe mich lang genug von ihm unter Druck setzen lassen. Also ein Fitzelchen Chance gib ihm noch. Okay. Und die muss er nutzen. Und wenn er die nicht nutzt, dann hat er aber auch das ganze Ding verspielt. Ja, okay. Alles dann Gutes werde ich mit ihm am Dienstag reden. Ja, danke. Mach das so. Alles Liebe. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, hier live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, dann ruft an, so wie der Björn das auch gemacht hat. Björn ist 23. Hallo Björn. Ja, hallo. Hallo Björn, dein Thema. Ich bin, ja, man kann sagen, bordellsüchtig. So. Mhm. Bordellsüchtig. Richtig. Was heißt denn das? Wie oft gehst du denn ins Bordell? Also, das mache ich seit 4,5 Jahren. Und monatlich zwischen 2, 4, manchmal 5 Mal. So oft? Das kostet doch ein Schweinegeld. Ja. Wie viel lässt du jedes Mal da ungefähr? Jedes Mal 50 Euro, das sind manchmal so 200, 250 Euro im Monat. Ist ja wirklich eine Stange Geld. Ja. Wie kannst du das finanzieren? Hast du so viel Kohle? Nein, eigentlich nicht. Und wie finanzierst du es? Ich bin zurzeit arbeitssuchend, habe aber ein Haus geerbt und habe Mieteinnahmen. Ach so. Das heißt, da ist was auf der hohen Kante und da kannst du immer rangehen. An das Geld. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht in einer Beziehung bist. Nein, noch nie. Noch nie? Nein. Warst du schon mal verliebt? Noch nicht richtig. Und vor 4,5 Jahren hat das angefangen mit den Prostituierten. Richtig. Hattest du vorher auch sexuelle Erfahrungen schon gesammelt oder waren deine ersten sexuellen Erfahrungen im Bordell? Nein, vorher eine Erfahrung. Das war 2 Jahre vorher. Ja. Warum gehst du so gerne ins Bordell? Gerne gehe ich eigentlich gar nicht. Oder warum gehst du so oft ins Bordell? Weil ich keine Freundin finde. Bemühst du dich denn darum, eine Freundin zu finden? Nicht richtig. Und warum tust du es nicht richtig? Ich wüsste nicht wie. Weggehen und so weiter, das tue ich nicht gerne oder überhaupt nicht. Ja. Interessiert mich weiter nicht. Ja. Und Nur fliegen die Freundinnen nicht so in deine Wohnung, wenn du das Fenster aufmachst. Ganz genau. Da muss man sich schon ein bisschen anstrengen und den Hintern hochkriegen. Ja. Und das mit der Bordellgeherei ist auch manchmal ein kleiner Streitpunkt. Ich wohne noch zu Hause in der Familie. Mhm. Ach, das heißt, deine Eltern bekommen das mit, wenn du zu einer Prostituierten gehst? Ja. Du sagst dann, tschüss Mama, ich gehe jetzt mal wieder in Puff, oder wie? So ähnlich. Ehrlich? Bist du da so offen zu Hause? Da bin ich so offen. Und seit letztem Jahr ist es mehr geworden. Ja. Da ist, ich habe innerhalb von 2 Jahren, in 2002 ist mein Großvater gestorben, um den ich 3 Jahre gekümmert habe, jeden Tag. Mhm. Letztes Jahr im Juli ist meine Mutter hinterhergegangen mit 49. Mhm. Und diesen April ist meine Großmutter hinterhergegangen. Ach so.
Das heißt, da ist sehr viel Unglück in deinem Leben auch passiert. Ja. Und dann kann man das fast schon so verstehen, der eine greift zum Alkohol und wird Alkoholiker vielleicht, um mit Sachen fertig zu werden. Und du machst halt dieses. Ja. Mhm. Ich hätte gerne eine Freundin, aber wie du schon gesagt hast, die kommen nicht her. Mhm. Mhm. Ist es auch eine besondere Form der Sexualität, die dich dorthin zieht? Nein. Das ist so die normale 0815-Geschichte. Ja. Also ja. Du hast keine besonderen Wünsche da. Doch, die hätte ich schon, aber das ist dann erstens mal macht das hier, ist das hier kaum zu bekommen. Und zweitens, das ist dann ja auch zu teuer. Was wären das für besondere Wünsche, die du hast? Das wären so SM. Ach so. Aber wenn du jetzt in ein Bordell gehst, ist es so der normale Sex, den du dich da. Den du dir da holst. Ja. Ja. Mhm. Hast du denn schon mal versucht, so ein bisschen dagegen anzugehen? Ja, aber sobald ich weiß, ich kann jetzt dahin oder das Geld ist auf meinem Konto, dann ist das schon wieder, kriege ich Schlaf wird schneller und das ist dann erst wieder, legt sich dann erst wieder, wenn ich da war. Wenn du da gewesen bist und ja. Du fertig bist und dann aus dem Bordell wieder rausgehst. Was für ein Gefühl hast du dann, wenn du dann das Haus verlässt? Ja. Ja, was? Das ist dann richtig Nervosität. Nee, wenn du danach, wenn es passiert ist, fühlst du dich dann irgendwie schlecht? Hast du ein schlechtes Gewissen oder ist? Manchmal, ja. Mhm. Und vorher natürlich Aufregung und Anspannung. Ist Vorfreude. Also du hast ja gerade was Interessantes für mich gesagt. Du hast gesagt, du hast viele Todesfälle hinnehmen müssen. Ja. Und stellst dieses selbst auch irgendwie in einen Zusammenhang. Wo meine Mutter noch da war, da die wusste ja, was ich an Geld habe und so weiter. Da hätte es dann, ich will mal sagen, vielleicht ein bisschen Ärger dran gegeben. Und das wollte ich nicht. Mhm. Jetzt habe ich gerade nicht alles so ganz schnell mitrechnen können. Du sagst, vor 4,5 Jahren fing das an. Fing das an nach einem Todesfall? Nein. Das fing also vorher schon an. Ja. Mhm. Und ich weiß auch genau, wann, wo ich war und was ich insgesamt ausgebe. Da führe ich jedes Mal, ich will mal sagen, Buch drüber. Mhm. Warum machst du das so akribisch? Weiß ich nicht. Das ist einfach so. Ja. Also es beläuft sich mittlerweile auf gut 7.000 Euro werden es sein. Hast du schon dagelassen? Ja. Mhm. Hast du sonst Freunde? Nein. Gar nicht? Nein. Was machst du? Ich habe mich, wie gesagt, 3 Jahre um da meinen Verwandte gekümmert. War da auch jeden Tag. Mhm. Weißt du, was ich ganz wichtig finde, Björn, für dich und dein Leben? Erstmal so als grob Rat. Du musst ein Umfeld dir aufbauen, an Bekannten, an Freunden und hoffentlich dann irgendwann auch an Frauen oder einer Freundin. Du scheinst ja ein ganz einsamer Mensch zu sein, der ganz alleine, im Prinzip alleine lebt. Alleine, gut, meine Familie ist um mich rum, was noch da ist. Okay, die Familie ist noch da, aber letztendlich so, was so die ganz engen persönlichen Kontakte anbelangt, Stichwort Freundschaft, findet nicht statt. Nein. Was auch komisch ist, Freundschaft, oder ich interessiere mich nicht so für Gleichaltrige, sondern für alte Leute. Mhm. Was heißt alte Leute? Wie viel älter? Wie viel älter? Mhm. Naja, so um die 80. So viel älter? Ja. Aha. Mhm. Damit mit solchen Leuten kann ich mich auch unterhalten. Nichts gegen Freundschaften mit sehr vielen alten Leuten. Im Gegenteil, man kann sehr viel lernen und profitieren davon. Aber es ist natürlich auch gut, wenn man gleichaltrige Freunde hat. Ja. Also, ich finde, das muss so zwei mehrgleisiges angegangen werden. Ich habe den Eindruck, dass du diese Todesfälle, die in deiner Familie passiert sind, dass die dir auch sehr zugesetzt haben und dass du die nicht verarbeitet hast. Das kann sein, ja. Ja. Deshalb möchte ich sehr gern, dass du gleich mit meiner Psychologin noch etwas sprichst. Darüber hinaus finde ich, dass du einen Dreh finden musst für dein Leben, dass du mehr unter Leute kommst, dass du dir Kontakte einfach aufbaust. Ich glaube aber, dass es generell gut wäre, wenn du, das wird dir meine Psychologin sicherlich gleich auch noch bestätigen, wenn du dir professionelle Hilfe suchst, um dein Leben zu ordnen. Ich glaube, dass das in deinem Fall sehr gut und sehr richtig wäre. Und dann bekämst du bestimmt auch diese Bordellgeschichte in den Griff. Weil das hängt ja alles irgendwie so zusammen, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm.
Nee, mit Psychologen, ich weiß nicht, das habe ich nicht so mit. Ach, ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, du weißt gar nicht ganz genau, was da abgeht. Du hast mich ja auch angerufen und es klappt wunderbar, wir unterhalten uns doch gut. Und genauso passiert es auch, wenn du zu einem guten Psychologen kommst. Du brauchst einfach jemanden, der einfach mal ein bisschen zuhört, wo man gemeinsam sich unterhält und berät, was zu tun ist. Dagegen ist doch gar nichts einzuwenden. Denn so hängst du ja ziemlich in der Luft und drehst dich im Kreis und kommst gar nicht aus deiner Problematik heraus. Und das soll einfach jemand von außen ein bisschen anstoßen, so wie du mich hier auch angerufen hast. Das Einzige, wenn ich gut ist, jetzt im Winter, da geht's halt eben nicht mehr, was ich so tagsüber mache. Ich habe da, wie gesagt, Haus, großer Garten, ja. Darum kümmere ich mich. Ja. Ich mache jetzt einen Vorschlag. Du legst jetzt mal auf. Und dann ruft dich die Magdalena, meine Psychologin, an. Und dann bequatscht ihr die ganze Sache einfach mal ein bisschen weiter. Und vielleicht kommt der ein oder andere gute Tipp auch noch als Anlaufstelle, wo du dich hinwenden kannst, heraus. Und dann entscheidest du, ob du das machst. Okay? Okay. Alles Gute von Herzen. Und könnte ich auch noch ein Autogramm bekommen? Kannst du. Du sagst meiner Psychologin gleich deine Anschrift und dann schicken wir es dir. Okay. Tschüss. Gut, tschüss. Das war der Björn und hier ist die Christine. Die Christine. Die Christine ist 37. Hallo Christine. Ja, hallo. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich im Moment sehr, sehr krank bin. Mhm. Dass ich also dem Tod näher bin als dem Leben. Was hast du für eine Krankheit? Mir hat jetzt der Kollege gesagt, ich soll es nicht alles sagen, weil du eben auch kein Arzt wirst. Aber ja, so grob, was ist es für eine Erkrankung? Grob, es fängt von der Galle über die Leber bis über den Magen, Bauchspeicheldrüse, Herz, Lunge und Niere. Da ist eigentlich so gut wie alles kaputt. Wie kommt das? Ja gut, ich war jetzt erst 18 Tage im Krankenhaus. Ich muss zugeben, ich bin also Alkohol gewöhnt. Mhm. Ich bin jetzt keine Alkoholikerin. Ich gehe zwar in eine Gruppe, tut mir auch ganz gut. Mhm. Aber ich habe unwahrscheinlich viel gearbeitet, habe viel Probleme gehabt, habe viel in mich hineingefressen, war auch unwahrscheinlich schlampig mit meiner Gesundheit. Ja. Wenn es mal gezwickt hat, dann halt mal schnell zum Doktor. Der hat mir dann einfach irgendein Muster gegeben oder mal schnell in die Galle eine Spritze gegeben. Ja, aber wenn jetzt so viele Organe betroffen sind, ist das eine Krebserkrankung? Es ist so ähnlich. Mhm. Mhm. Und seit wann weißt du, dass du so schwer krank bist? Ich weiß das ungefähr seit 6 Wochen, da habe ich die Diagnose, oder 8 Wochen, da habe ich die Diagnose eben bekommen. Mhm. Da bin ich einfach zum Doktor gegangen, weil ich eine Gelbsucht hatte. Mhm. Gibt es denn einen Oberbegriff für diese Erkrankung, die du hast? Es gibt eigentlich da keinen Oberbegriff. Mhm. Seit 6 Wochen hast du die Diagnose bekommen. Was kann man denn jetzt gegen diese schwere Erkrankung machen? Ja, im Moment, wie gesagt, ich bin jetzt also so weit. Ich habe gesagt, ich möchte eben wieder ins Krankenhaus gehen, ins Klinikum. Mhm. Ich möchte aber auch psychotherapeutische Behandlung dazu haben, weil ich eben auch weiß, wie gesagt, mein Kopf, der funktioniert Gott sei Dank noch. Mhm. Ich muss zwar täglich 30 Tabletten nehmen und das macht dann schon müde. Ja. Ich trinke mein Wasser, ich trinke meinen Tee. Gut, rauchen sollte ich wahrscheinlich auch nicht mehr, aber alles auch. Okay, aber meine Frage nochmal, was kann man jetzt, was die körperlichen Beschwerden und Symptome anbelangt, was kann man da tun? Ja, dass die Galle rauskommt, also die muss auf alle Fälle rausgemacht werden. Mhm. Dann die Milz, da kann man also ohne weiteres, als erwachsener Mensch kann man ohne Milz leben, mhm. ist ja nur wichtig im Wachstum, also bei den Kindern. Ja gut, mit dem Herz, ich meine, wenn ich es jetzt schaffe, dass ich das Ganze überlebe, ganz gesund werde ich nie mehr. Mhm. Aber ich muss es nochmal fragen, weil mir das so nicht begreiflich erscheint. Aber eine Krebserkrankung ist es dann doch nicht. Es ist so ein Zwischending. Es ist halt dadurch, dass eben, ich hatte Tumore, hatte ich an der Leber, die aber gutartig waren, die konnten also so behandelt werden. Ja. Aber die Leber, die hat sich so weit vergrößert, dass man jetzt eben auch die Bauchspeicheldrüse nicht mehr erkennen kann. Die Milz spüre ich jetzt zwar wieder, es sind halt manchmal höllische Schmerzen, da könnte ich wirklich nur noch schreien, aber ich bin eigentlich relativ schmerzunempfindlich. Und das Herz, inwiefern ist das Herz betroffen? Das Herz ist einfach betroffen dadurch,
dass ich da eben Wasser im Bauchraum hatte und es drückt dann eben nach oben. Ich verstehe. Und ja, jetzt da bin ich also dann schon gefährdet. Ich habe einen Blutdruck von 80 zu 40 und habe halt einen Pulsschlag von 150 und das ist dann nicht ganz so toll. Klar. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich bin schwer erkrankt und bin dem Tod näher als im Leben. Ja. Ist das so, dass die Ärzte dir das gesagt haben, dass du unter Umständen gar keine große Überlebenschance mehr hast? Ja. Was haben die konkret gesagt? Die haben mir das knallhart gesagt, weil ich bin so ein Mensch, ich will dann das irgendwie da recht Was haben die knallhart gesagt? Ja, die haben mir knallhart gesagt, dass es also überhaupt nicht gut um mich steht und ich habe meinen Körper einfach zerstört. Ja, okay, aber das ist ja noch nicht konkret. Konkret wäre, wenn die sagen würden, wenn sie das und das machen, haben sie eine Überlebenschance von ungefähr 50%. Wurde sowas Konkretes auch gesagt? Nee, das war in dem Klinikum nicht so. Es ist ziemlich unpersönlich. Die Schwestern, die waren alle sehr nett. Ich meine, man hat halt immer leicht seinen Stempel, den man da eben bekommt, wenn man ganz einfach was an der Leber hat, dass man eben von früh bis abend getrunken hat, was ich wirklich nicht getan habe. Und das heißt, dass man dann schlecht angesehen ist? Ja, und da wehre ich mich auch dagegen. Also so viel Kraft habe ich. Ja, Stichwort Kraft. Hast du für dich einen Entschluss gefasst? Du hast es ja gerade gesagt, dass du eine Therapie machen willst und wieder ins Klinikum gehen willst. Willst du leben? Ich will leben. Aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt heute eigentlich mal so den ersten Abend, wo ich einfach keine Panik mehr habe, weil es dunkel ist. Ich sag, ich nehme einfach das Schicksal an. Wie es eben kommt, so kommt es ganz einfach. Hast du Familie, Kinder, Mann? Ich habe eine Tochter mit 13 Jahren. Dann habe ich einen arbeitssuchenden Mann. Wir hatten auch sehr große Schwierigkeiten. Wie geht deine Tochter mit diesem schweren, mit deiner Krankheit um? Sie umarmt mich täglich bestimmt 30 Mal. Sie hat auch jetzt vorhin, sie schläft jetzt bei einer Freundin übers Wochenende. Das war ja jetzt dann unangenehm. Da sage ich, Mensch Mädchen, du siehst mich am Sonntag wieder. Ich habe ja dann immer noch ein bisschen meinen Galgenhumor, was ist, würde ich es ja nicht schaffen, ja. Sie hat mich auch jetzt angerufen und Mami, geht's dir gut? Und sage ich, natürlich geht's mir gut. Und sie sieht halt eben auch, wie gesagt, ich war halt eine Powerfrau. Ich habe 150% geleistet. Aber Christine, ich habe mal 20%. Ich möchte dich wirklich in dem ermutigen, was du gerade gesagt hast. Du hast ja was ganz Klares gesagt. Du hast gesagt, ich gehe jetzt in die Klinik. Ja. Und ich gehe sogar in eine Psychotherapie oder in eine, lass mich seelisch auch behandeln quasi und beschäftige mich mit meiner Seele. Das sind doch auch, das ist nochmal ein Zeichen der Powerfrau, ne? Die da sagt, ich mache das jetzt und ich packe das jetzt an. Ich finde das toll, dass du es so sagst und ich kann es auch so verstehen, dass du sicherlich auch das auch für deine Tochter tust. Dass sie dir auch nochmal da einen Auftrieb gibt und Kraft gibt. Und ich möchte dich von meiner Seite aus wirklich nur unterstützen und dir alles Gute und richtig viel Mut wünschen und natürlich auch Glück, das durchzuziehen. Das ist ja auch sehr schwer, wenn man so eine Krankheit gesagt bekommt, so eine Diagnose. Da muss man ja auch erstmal runterschlucken und erstmal zu sich kommen, aber dann auch wieder nach vorne gehen. Und das tust du, das finde ich klasse. Ja, da muss man eben aus dem Loch, muss man eben rauskommen, dass man hineinfällt. Und da kann ich bloß jedem Menschen raten, er soll doch mal irgendwie auf seinen Körper achten. Und wenn es halt mal zwickt, lieber einmal zu viel zum Doktor zu gehen, als dann wirklich zu wenig. Das ist das, was du gelernt hast jetzt daraus, ne? Das habe ich jetzt gelernt. Ja. Ich meine, ich muss auch sagen, auf der anderen Seite, ich habe also, nicht heute, gestern, ich habe dann auch so Vorkehrungen getroffen, was eben passiert, wenn ich es nicht überleben sollte, was dann eben ist mit der Witwen- und Waisenrente, dass ich verbrannt werden müsste. Und ich bin halt einfach so hin und her gerissen. Ja. Auf der einen Seite will ich leben und auf der anderen Seite sage ich halt, es ist natürlich schon gut, wenn man solche Sachen regelt. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch viel wichtiger, dass man erstmal ins Leben schaut. Aber das tust du, das habe ich jetzt schon gemerkt. Und ich wünsche dir alles Gute von ganzem Herzen und toll, toll, toll für alles. Und liebe danke, Christine, dass ich dran gekommen bin. Ja, habe mich sehr gefreut, okay? Tschüss. Alles Liebe, tschüss. Jawohl, tschüss. Kitta ist hier. Heißt sie wirklich Kitta? Hallo? Hallo. 42 bist du? Ja. Und der Name stimmt, Kitta? Ja. Ja. Kitta, weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe ein Problem. Und zwar geht es um eine ganz, ganz lange Geschichte,
die ich eigentlich so schnell nicht erklären kann, aber... Sag mal so eine Überschrift zu der Geschichte. Ja, mein zweiter Mann hat meine Tochter missbraucht. Wie alt ist deine Tochter? Mittlerweile ist sie 26. Die ganze Sache ist auch schon lange her. Wie alt war deine Tochter, als er das gemacht hat? Ja, das ist nicht ganz sicher. Zwischen 12, 13 bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Ja, wie hast du davon erfahren? Ich habe das erst erfahren, als sie 17, 18 war. Mhm. Da war sie also von zu Hause weggelaufen. Mhm. Und nach einem großen Streit mit mir. Mhm. Und ich habe mich dann auch ein bisschen stur gestellt und... Hat sie es dir da gesagt in diesem Streit? Nein, eben nicht. Die ganze Beziehung war zwischen meiner Tochter und mir da, immer schon sehr schwierig, also während der Pubertät. Und ich hatte also immer so das Gefühl, dass sie also, dass da schon irgendwie mehr Bezug zu meinem Mann ist als zu mir. Wann hat sie dir das denn nun konkret in welcher Situation gesagt? Sie gar nicht. Sondern wer? Der ältere Bruder. Der hat irgendwann mal angedeutet und ich hatte irgendwie ja dadurch, dass ich immer schon so ein komisches Gefühl hatte. Woher wusste der Bruder das denn? Ja, angeblich hat sie ihm das mal gesagt, obwohl sie bis heute sagt, sie hätte das nie getan. Hast du denn bis heute dann mal wenigstens mit deiner Tochter darüber gesprochen? Ja, sehr oft, schon sehr lange und ausgiebig. Natürlich. Bist du mit diesem Partner noch zusammen? Ja, leider. Glaubst du deiner Tochter? Ja. Wie kannst du dann mit dem Mann noch zusammen sein? Ich glaube ja aus dem Grund, weil mein Mann das auch zugibt. Der gibt das sogar zu? Ja, hat er von Anfang an getan. Nachdem du ihn angesprochen hast? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das Mädchen mehrere Jahre... Ja, ich habe ihn dann schon ein bisschen unter Druck gesetzt und erst hat er gesagt, ein, zwei Mal und dann ist dann schon rausgekommen nach und nach durch mehr Nachdruck. Dass er es wirklich gemacht hat? Über Jahre, ja. Und mit dem bist du noch zusammen? Ja. Der dein Mädchen das angetan hat? Ich habe das erfahren, da habe ich von diesem Mann gerade wieder ein Baby gekriegt. Na und? Ich war damals schon... Umso schlimmer. Ja, ja, ja. Das sieht man als Außenstehender vielleicht so. Hast du nicht, wie alt ist dein Baby, das kleine Kind jetzt? 8 Jahre. Hast du nicht Angst um dieses Kind? Ist das auch ein Mädchen? Doch, genau darum geht's ja. Ich habe nicht Angst um dieses Kind, weil er wird sowas nie wieder tun. Er hat eine 4 Jahre lang eine Therapie gemacht. Gab es eine Anzeige? Nein. Nein. Er hat sich selber um eine Therapiestelle bemüht, damals, als es rauskam. Hat er denn ausschließlich deine Tochter sexuell missbraucht? Oder bist du da sicher? Ja, ganz sicher. Mhm. Und er hat sie auch nicht insofern missbraucht, dass er sie also vergewaltigt hat, sondern er hat sich von ihr befriedigen lassen. Ja, aber es ist schlimm genug. Ja. Das ist schlimm genug. Das Kind war zwischen 12 und 16, sagst du. Und dazu gezwungen zu werden, das wissen wir, was das für... Nee, hat sie nicht gezwungen. Ja, natürlich hat er sie gezwungen. Sie hat sie nicht freiwillig gemacht. Doch. Ach. Nein, also das war... Ein 12-jähriges Kind geht doch nicht freiwillig zu einem... Nein, natürlich ist sie nicht hingegangen und gesagt, ich will, sondern er hat sie genötigt. So. Und natürlich hat sie Angst gehabt, wahrscheinlich, wenn sie es nicht macht, was dann passiert. Und Nee, er hat sie auch nie unter Druck gesetzt, insofern, dass er sie bedroht hat oder so, sondern er hat es so auf die Mitleidszug gemacht. Mhm. Gut, aber das ist natürlich jetzt sehr schwierig, das im Nachhinein genau herauszukriegen, welcher Druck dieses dann doch wieder auf das Kind Richtig. Das Kind hat ja immerhin, deine Tochter hat dir damals ja nichts gesagt. Ja. Das heißt, sie hatte ja schon Angst und war... Ja, sie hatte also Angst, also er hat sie insofern unter Druck gesetzt, dass er gesagt hat, wenn das rauskommt, lässt seine Mutter sich von mir scheiden und dann kommst du in Heim. Ja, siehst du, wie schlimm. Richtig. Hör mal, richtig. Du hast mir zu viel Verständnis für diesen Mann. Das klingt mir alles so ein bisschen, du relativierst mir das alles. Allein die Tatsache, dass er das gemacht hat, müsste eigentlich ausreichen zu sagen... Nee, ich habe gelernt, das so zu sehen, durch Therapeuten. Ich habe den Mann, als ich das erfahren habe, habe ich den Mann fast umgebracht. Also ich bin auf den losgegangen mit dem Messer, ich habe den fast erst
gestochen und ich habe auch einen Tag später noch, also ich war natürlich in der, ist nachts passiert, ich hatte auch Alkohol getrunken und bin dann mit dem Messer auf ihn losgegangen. Das und ich habe aber am nächsten Tag sofort gesagt, ich habe das ganz bewusst getan und wenn ich dazu gekommen wäre, dann hätte ich auch dazu gestanden. Gut, das ist natürlich nun auch nicht die Lösung. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt darüber, dass Therapeuten dich dahin gebracht haben, das so zu sehen, wie du es gerade formuliert hast. Nee, das haben nicht Therapeuten getan, sondern hat die Zeit getan. Mhm. Aber dennoch Frage, wir haben innerhalb der Familie damals sehr viel geredet, sehr, 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 sehr viel. Lass mich doch fragen, nachdem du diese erste Wut erstmal überwunden hattest, warum hast du dann nach ein paar Tagen oder nach einer Woche... Habe ich ihn rausgeschmissen. Ja, warum seid ihr wieder zusammengekommen? Weil er immer wieder angerufen hat und gebettelt und gefleht hat und weil da eben noch ein Kind war, das ich auch von ihm habe. Das damals auch noch ziemlich klein war, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, dass mich dann eben auch immer wieder angebettelt und angefleht hat, lass den Papa doch wieder rein, dem tut das doch leid und ich habe den Papa doch lieb und ich habe damals die Kraft einfach nicht gehabt, dem Kind das anzutun. Nun sind viele Jahre vergangen und wir beide unterhalten uns jetzt, du rufst hier an. Ja. Das heißt, es hat gut 3-4 Jahre gedauert, wo es wirklich ganz, ganz schlimm für uns alle war. Und dann hat sich die ganze Sache beruhigt, weil wir alle hingegangen sind und gesagt haben, da ist noch ein gemeinsames Kind. Was ist jetzt der aktuelle Anlass gewesen für dich, dich bei mir zu melden? Also eigentlich wollte ich mich damals schon bei dir melden. Ich gucke seitdem deine Sendung. Ja. Und du hast auch irgendwann mal geäußert, dass du dich niemals mit einem Pädophilen unterhalten würdest. Nee, das habe ich nicht geäußert. Hast du mal irgendwann gesagt, das ist aber auch schon Jahre her, das war zu der gleichen Zeit ungefähr. Nee, also das muss ich mal klarstellen, ich hatte auch schon in dieser Sendung... Du hast vor kurzem jemanden gehabt und das hat mich eigentlich auch sehr gewundert, dass du dich darauf überhaupt eingelassen hast, weil ich habe damals auch Nächte mit meinem Mann gesprochen, auch immer durch diese Therapie, er hat ja 4,5 Jahre Therapie gemacht und hat dann viel, viel, viel mit mir auch geredet, was mir auch geholfen hat. Jetzt erklär mir, der ganzen Situation erklär mir, Kita, was der Grund heute ist, mich anzurufen. Ja, einfach mal den Mut gefasst zu haben. Eigentlich habe ich das schon seit Jahren vor. Um diese ganze Geschichte mal zu erzählen. Ja. Wie fühlst du dich denn heute mit diesem Mann und in der Situation, die nun auch belastet? Ich würde es nie wieder tun. Das heißt, du bereust das? Ich glaube, dass es bestimmt Männer gibt, denen man eine Chance geben sollte. Und ich glaube, dass mein Mann auch nicht zu der schlimmsten Sorte gehört. Das glaube ich nicht. Aber weißt du, auf der einen Seite. Ich glaube, dass ich zum Beispiel mit diesem Gefühl einfach nicht klarkomme. Kann ich nachvollziehen. Ich denke, mein Mann hat sich wirklich in der Beziehung geändert. Ja. Er hat auch in der Beziehung Einsicht genommen und er würde sowas nie wieder tun. Aber ich kann zu diesem Mann einfach keine Beziehung mehr aufbauen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Insofern, ich kann es ja nicht nachvollziehen, dass du nicht weggegangen bist von ihm. Dass sich Leute ändern können, das will ich ja gar nicht bestreiten. Eben. Aber immerhin bist du die Mutter deiner Tochter. Ja. Und deine Tochter hat er das angetan. Und ich glaube, dass da immer die Verbindung Tochter, Mutter enger ist als die Verbindung zu dem Mann. Ja, natürlich heute auch so. Obwohl meine Tochter mit ihm eigentlich gut umgeht. Sie kommt mit ihm eigentlich gut klar. Die beiden haben sich ausgesprochen. Aber für dich ist doch die Situation jetzt, dass du auch letztendlich ein unglückliches Leben führst. Ja, genau. Hast du denn jetzt darüber nachgedacht, dich von diesem Mann zu trennen? Ja, denke ich ständig drüber nach. Aber dann würde ich meinem Sohn wieder wehtun. Dem Kleinen. Wie alt ist der jetzt? 8. 8, hast du gerade gesagt, ja. Und er liebt seinen Vater. Ja. Und der weiß von der ganzen Sache nichts.
Und ich möchte ihn da auch nicht mit reinziehen, weil das hat so viel Unglück über unsere Familie gebracht. Aber dennoch, also bei allem Respekt, dass du Rücksicht auf dein Kind nimmst, dass du sagst, ich will dem Jungen das nicht antun, finde ich, das ist keine Begründung und keine Lösung für die Zukunft. Ich glaube, es gibt Hunderte und Tausende von Familien, die sich getrennt haben und wo man das den Kindern auch gut arrangiert, dass sie weiterhin einen Kontakt zum Vater und zur Mutter haben. Aber ich könnte ihm das nicht erklären. Man kann es ja erklären, indem man sagt, Mama und Papa haben sie einfach nicht mehr lieb. Das kann man, so wie es tausend andere Paare auch machen. Wenn du jetzt so viele Jahre, Kitta, das runtergeschluckt hast und sich so viel Unglück und Traurigkeit und Frust angebaut hat bei dir, finde ich, dass du da endlich einen Schlussstrich ziehen musst. Und willst du das noch 10 Jahre mitmachen? Ja, ich denke immer, dass ich du klingst ja auch ganz bedrückt. Noch aushalten muss, bis er alt genug ist. Nein, finde ich nicht. Finde ich nicht. Sehe ich ganz anders. Ich finde das. Weil es war ja mein Fehler. Ich hätte mich damals von ihm trennen müssen. Ja, natürlich. Aber ne? Dennoch, könntest du alles. Dann mache ich wieder jemand. Dann mache ich wieder nein, ein Kind du, unglücklich. Nein, du könntest ja alles arrangieren. Ihr gemeinsam arrangieren. Mit ihm kann man darüber nicht reden. Er hatte absolut. Gut, dann kannst du alles arrangieren, dass es dem Junge wirklich optimal gut geht. Ich müsste halt so arrangieren, dass ich ganz weggehen würde, dass er überhaupt keinen Kontakt mehr hat. Weil der macht mich dann fertig. Der heult dann vor dem Kind rum und ich finde, Mama das klingt, will mich ich, verlassen. Ich finde, das klingt alles so schrecklich. Das klingt so düster und so bedrückend. Ja, das für mich ist das auch furchtbar schlimm. Ist das. Ich finde, dass aber du da, ich finde, nein. Ich kann doch jetzt nicht meinem Kind aushalten lassen. Ich glaube, dass das Kind das auch aushalten muss, wenn die Mutter so unglücklich ist. Das kriegt das Kind auch mit. Ich finde, dass dieser Schritt gemacht werden muss. Jetzt ist das aber so kompliziert und das können wir natürlich im Detail jetzt hier nicht weiter bereden, Kitta. Ich möchte dich jetzt weiter an meine Psychologin verweisen. Ich habe dir jetzt meine grobe Meinung gesagt dazu. Ich respektiere sehr deine Bedenken. Das glaube ich dir auch. Ich will das auch nicht runterspielen. Letztendlich glaube ich aber auf die Ferne betrachtet, dass das der richtige und bessere Schritt wäre. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay? Ja, liebe Kitta, alles Gute. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Daniela ist hier. Daniela ist 24. Hallo. Hallo? Ja, Daniela, guten Morgen. Hallo Domian. Ich bin ganz aufgeregt, dass ich plötzlich durchgekommen bin. Was ist denn dein Thema? Ja, also ich habe ein Problem mit meinem Vater, weil wir streiten uns schon ziemlich lange und das Vertrauensverhältnis ist total im Eimer eigentlich. Und es kommt halt auch daher, er kann schlecht seine Gefühle ausdrücken. Also er ist recht abweisend und kalt auch meiner Mutter gegenüber. Ich bin Einzelkind. Wohnt ihr noch zusammen alle? Ja. Ja. Und warum, was sind so die Streitpunkte? Weswegen kommt ihr in den Streit, ihr beiden? Also oft war es das Studium. Ich hatte zuerst Informatik studiert und das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich es abgebrochen und studiere jetzt Mathematik. Und er hat mir also oft Vorwürfe gemacht, dass ich eine Versagerin wäre, weil ich das Studium abgebrochen habe und solche Sachen. Hey, wenn jemand dann Mathematik studiert, das ist nun wirklich keine Versagerin. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die Mathematik studieren. Ja, es macht ja auch sehr viel Spaß. Ja, also ich super. Bin sehr froh, dass ich mich getraut habe und abgebrochen habe. Also er sagt, du bist eine Versagerin, weil du gesagt hast, das ist nicht mein Weg, ich mache lieber Mathematik. Ja, genau. Was für ein Blödsinn, ne? Das um immer zwischendurch zu sagen. Ja, aber ich glaube, das ist auch manchmal so vorgeschoben, weil wenn er Alkohol getrunken hat, dann hat er sich gar nicht mehr unter Kontrolle. Und was meinst du, was letztendlich dahinter steckt? Warum nörgelt er? Warum ist er an dir am Rummeckern? Also ich bin ja keine Psychologin, aber ich habe so den Eindruck, er ist mit sich selber unzufrieden und versucht das irgendwie anders abzulassen. Das heißt, er, wie du es gerade schon angedeutet hast, mit der Mutter geht er auch nicht ganz toll um. Ja, genau. Und ist vielleicht mit seinem Leben, mit sich, mit seiner Biografie unzufrieden und stänkert dann rum. Ja, dass er halt vielleicht wenn im Job irgendwas nicht so läuft, wie er es hätte und wenn er ein bisschen frustriert ist, dass er dann quasi, er hat immer noch jemanden unter sich. Den Eindruck habe ich langsam. Wie ist denn, sprichst du mit deiner Mutter über ihn auch? Ja, sehr viel. Ja, ist sie unglücklich? Ja, sie ist halt schon unglücklich, weil in ihrer Beziehung läuft es natürlich auch nicht mehr so gut, weil er sich nicht um sie kümmert und die Aufmerksamkeit fehlt und sie fühlt sich halt schon manchmal, als wäre sie nur noch so ein Möbelstück. Ja, wie schlimm, ne? Wie sehr schlimm. Ja, und jetzt ist sie in Urlaub gefahren für 2 Wochen auf Kur. Ja.
Und jetzt mussten mein Vater und ich natürlich miteinander auskommen. Mhm. Und ich hatte das Vertrauen zu meinem Vater ziemlich verloren. Mhm. Weil er hatte öfter mal versprochen, dass er sich bessert und es hat sich nichts geändert. Mhm. Aber jetzt, nachdem wir 2 Wochen miteinander auskommen mussten, ist es irgendwie besser geworden. Ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist. Mhm. Aber plötzlich können wir wieder normal miteinander reden. Ich habe ihm sogar ein bisschen was erzählt von meinem Alltag und so. Ja. Und jetzt wollten wir uns dann, also weil wir uns so gut verstanden haben, wollten wir morgen Abend ein bisschen was machen und zusammen hinsetzen, uns ein bisschen unterhalten und so. Er hat sogar gemeint, dass er auch gerne mal mit mir über ein paar Sachen reden möchte, weil er auch Probleme hat und er könnte da mal einen Rat von jemandem brauchen. Hört sich auch gut an. Ja, und jetzt bin ich halt total unsicher, weil einerseits habe ich habe Angst, dass es wieder nach hinten losgeht und er mich wieder verletzt, wie die ganzen Male vorher. Andererseits ist es mein Vater und ich fände es ja schön, wenn wir nochmal irgendwie eine Chance hätten. Also das hört sich jetzt so an, als wäre das was Besonderes. Ja. Ne, dass ihr euch ein bisschen angenähert habt, ihr habt euch nicht gezofft in der Zeit. Er sagt sogar, dass er gerne auch mit dir mal reden wollte. Hatte das so in der Form zum ersten Mal ausgedrückt? Ja, also normalerweise sagt er sowas nicht. Und er hat also auch gesagt, dass es ihm sehr gut gefallen hat, dass wir gut miteinander ausgekommen sind die ganze Zeit. Also finde ich, hört sich gut an. Ist vielleicht so ein ganz kleines, zartes Pflänzchen, was man jetzt hegen und pflegen sollte. Ja, aber ich habe halt totale Angst, dass es wieder nach hinten losgeht wie die letzten Male vorher, weil ich habe wirklich das Problem, ich gebe Leuten ziemlich viele Chancen und das verletzt mich dann immer mehr. Lass mich nochmal kurz zurückfragen, so in den letzten Jahren, war das so wöchentlich an der Tagesordnung, dass ihr euch gestritten habt? Oder wie oft kam das so vor? Nee, ich bin ihm meistens aus dem Weg gegangen. Aber es war immer so schlechte Stimmung im Haus, irgendwie, ja, so, also, lag in der Luft. Also es war meistens, irgendwann kam mal ein Abend, wo er mehr getrunken hatte, dann hat er die Kontrolle verloren, hat mich angegriffen, hat mich beschimpft, am nächsten Morgen wusste er von nichts und ich bin total auf Distanz gegangen. Was heißt angegriffen? Das fiel dann so ein halbes Jahr an. Körperlich auch angegriffen? Nein. Das nicht, aber verbal. Aber das reicht schon. Ja, das glaube ich, ja. Deine Mama ist im Moment noch in der Kur. Ja. Ja. Also, die kommt Sonntag wieder. Ich finde, Daniela, bei allem, das kann ich gut verstehen, dass du sagst, ich bin gebranntes Kind in der Sache. Ne? Und es könnte sein, dass es vielleicht wieder nach hinten losgeht. Dennoch finde ich das erstmal positiv. Und ihr solltet das auf jeden Fall morgen auch machen. Was habt ihr vor? Wollt ihr essen gehen oder wollt ihr was zu kochen zu Hause? Oder? Ja, sie wollten vielleicht essen gehen und wir wollten uns vor allem ein bisschen hinsetzen und ein bisschen in Ruhe reden. Ja, das finde ich. Ich habe ihn auch gebeten, dass wir mal nicht reden, dass wir einander kritisieren, sondern dass wir mal über Sachen reden, die uns bedrücken, die aber nichts miteinander zu tun haben. So, ich finde das erstmal gut. Ich finde, ihr solltet das auf jeden Fall machen und du solltest da morgen auch offen reingehen. Aber ich möchte dir was ganz anderes noch sagen. Ich sehe hier, und das habe ich dir gerade ja auch gesagt, du bist 24 Jahre alt. Ich finde eigentlich, dass es höchste Eisenbahn ist, dass du dich von deinen Eltern etwas trennen und abnabeln solltest. So auch von deinem Vater. Dass du mehr dein eigenes Leben lebst. Dass du auch aus dem Haushalt und aus dem Haus, aus der Wohnung rauskommst. Finde ich höchste Eisenbahn mit 24. Ja, ich weiß. Ja. Und ich glaube, dass man dann auch durch so ein, du bist jetzt irgendwie noch das Kind, das Mädchen zu Hause. Du wohnst immer noch in deinem Kinderzimmer. Ne, so ist es. Ja, ich war da halt ziemlich gespalten, weil einerseits mit meinem Vater kam ich gar nicht klar und andererseits mit meiner Mutter hatte ich ein super tolles Verhältnis. Du sollst das Verhältnis ja auch weiterhin super toll haben, aber du sollst dich abnabeln und du sollst eine eigenständige Person werden. Du sollst verdammt nochmal auf deine eigenen Füße kommen. Du sollst dir eine eigene Wohnung und ein eigenes Zimmer irgendwo nehmen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe dafür kein Geld, dann geh arbeiten. Ja, ich gehe ja schon arbeiten. Ja. Nein, ich wollte nur sagen, das lasse ich nicht gelten, wenn du sagst, das kann ich nicht finanzieren. Ich wollte mich jetzt auch beim Studentenwohnheim erstmal für ein Zimmer bewerben, dass ich dann die Chance habe. Ja, finde ich super wichtig. Für dich, für dein eigenes, für dein Selbstgefühl, Selbstverständnis und auch um vielleicht dieses Verhältnis ein bisschen zu beruhigen und zu entzerren. Ja, momentan mache ich mehrere Sachen, um mein Leben so ein bisschen in andere Bahnen zu lenken. Nur das eine ist jetzt halt morgen aktuell und also morgen. Ich glaube, ich brauchte da irgendwie jemanden, der mich da ein bisschen ermuntert nach dem Motto, gib ihm noch mal eine Chance. Ja, das finde ich ja auf jeden Fall. Absolut. Aber du bist nicht mit ihm verheiratet und du sollst dein eigenes Leben führen. Und vielleicht wird es sogar, wenn du auf Abstand zu ihm gehst, erstmal, wenn du aus dieser räumlichen Atmosphäre rauskommst, vielleicht wird das sogar irgendwann eine ganz, ganz tolle Beziehung oder eine gute Beziehung. Deshalb möchte ich auf jeden Fall, um es nochmal zu unterstreichen, dich animieren, morgen positiv und offen in dieses Gespräch zu gehen. Denn das ist ja ein Signal auch von ihm, dass er auch sagt, hier,
Ich will mich auch mitteilen. Ja, ich habe gedacht, ich gebe mal eine Chance, indem ich immer was anvertraue, was ich bisher, ich habe mir immer überlegt, ob ich ihm sagen soll oder nicht, aber das ist eine Sache, die mich ziemlich belastet, und habe ich gedacht, so als Vertrauensbeweis, dass ich mich ihm da mal offenbare, dass das vielleicht eine Chance ist, weil... Was ist das? Mein Großvater hat mich als Kind mal sexuell missbraucht. Aha. Und das war sein Vater, und deswegen habe ich es ihm nicht gesagt. Ich habe das also... Das weiß keiner? Doch, meine Mutter weiß das und auch ein paar andere Leute, aber mit meinem Vater konnte ich darüber nie reden, weil ich meine, das würde ja sein Weltbild von seinem Vater zerstören. Ach so, aber dann ist das natürlich ein ganz besonders aufregender Tag morgen. Ja, aber ich habe halt gedacht, das ist vielleicht, ich versuche ihm das mal zu sagen, je nachdem, wie er da reagiert, sehe ich, ja. Weil das ist dann halt auch von meiner Seite ein ziemlicher Vertrauensbeweis, ich verstehe, dass ich da mit ihm drüber rede. Lebt der Großvater noch? Nein, der ist schon lange gestorben. Ich habe es erst etliche Jahre nach seinem Tod überhaupt jemandem gesagt. Ja. Dann ist das wirklich ein gravierender Tag morgen für dich, für euch. Aber mach es, ich finde... Ja, ich denke, das könnte vielleicht noch meine letzte Chance sein. Vielleicht, ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann weißt du, dass es nicht funktioniert. Mhm. Dann bist du vielleicht noch mehr motiviert, rauszugehen aus dem Elternhaus. Und was deine Mutter für Probleme mit ihm hat, das klingt ja so ein bisschen hart, aber das ist erstmal nicht dein Bier. Sie ist eine erwachsene Frau, das muss sie selbst regeln. Da darfst du dich nicht in erster Linie so reinknien. Du sollst für deine Mutter da sein und ihr eine gute Freundin sein, natürlich. Aber die Eheprobleme, das muss sie alleine lösen. Nicht, dass du mir jetzt antwortest, ja, ich muss bei meiner Mutter bleiben und ihr beistehen und ihr zur Seite stehen und so. Nein. Ja, es ist mir aber leichter gesagt als getan. Ich weiß. So nach dem Motto, ich lasse sie alleine. Ja, du lässt sie ja nicht gänzlich alleine. Wenn ich Probleme habe, kann ich ja auch zu ihr kommen, und genauso soll ich auch für sie da sein, wenn sie was hat. Das soll ja auch weiterhin so sein. Aber wir wollten auch gemeinsam mal meinen Vater fragen, ob er vielleicht mit uns zu einer Familientherapie gehen würde, dass wir da mal so ein paar alte Sachen aufarbeiten, so die alten Strukturen aufbrechen. Ja, vielleicht. Aber das Küken muss aus dem Nest raus. So, Daniela, du gehst morgen in das Gespräch und da wünsche ich dir alles Gute für. Danke. Und vielleicht ist es wirklich eine Chance, dass ihr beiden, indem ihr euch wirklich solche Dinge anvertraut, vielleicht einen neuen Schwung kriegt in euer Verhältnis. Ich dachte, vielleicht im Gegenzug erzählt man, also mein Vater hat auch gemeint, dass er auch ein bisschen über meine Mutter reden würde, gerne mal mit jemandem. Ja, ja. Vielleicht tut es ihm ganz gut, wenn er mal über meine Mutter redet, und ich ihm dann ein paar Sachen weiter sage, dass da auch mal ein bisschen Schwung reinkommt. Ja, vielleicht. Immerhin möchte er hat dran gedacht, ihr einen Blumenstrauß zu besorgen. Und dass ich das von Anfang. Das ist der erste Satz. Ich weiß nicht wann, ohne dass es Geburtstag oder Weihnachten war. Hört sich auch gut an alles und nett. Ja, wenn du die Daumen drückst, dann wird es. Ich drücke die Daumen, ich verspreche es ganz fest. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ab nächste Woche Samstag gibt es uns auch im Fernsehen immer. Und zwar um 23.30 Uhr gibt es Domian im WDR Fernsehen. Das ist so ähnlich wie diese Sendung hier, aber mit immer einem prominenten Gast, der mir dann zur Seite sitzt hier. Und ihr könnt diesen prominenten Gast anrufen und ihr könnt mit ihm reden und ihr könnt ihn fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Ich kann den Gast auch fragen, was ich ihn immer schon mal fragen wollte. Nächste Woche Samstag als ersten Gast werde ich Arabella Kiesbauer begrüßen. Nächste Woche Samstag, 23. Oktober, geht's los. Domian immer samstags um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen. So. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Monika. Monika ist 53. Hallo Monika. Ja, hallo. Ja. Hier ist die Monika, guten Abend. Ja, guten Morgen Monika. Ich habe schon kurz mit dem Kollegen gesprochen. Es geht um meine Tochter, die in einer Disco schwer verletzt wurde. Ja, wann? Das ist Februar 20. auf 21. Februar in der Nacht in der Diskothek geschehen. Da hat ein Stopper, der hat mit offenem Feuer rumhantiert. Ein wer? Ein Striptease-Tänzer. Ein Striptease-Tänzer. Der hat mit offenem Feuer gemacht. Und die saß an der Tanzfläche. Und vermutlicherweise hat der Spiritus in die offene Flamme geschüttet und meine Tochter hat die Stichflamme über den ganzen Oberkörper gekriegt. Wie schwer war sie verletzt? Also ganzen Kopf, rechtes Ohr, Oberkörper, 3 Transplantationen, Hauttransplantationen mussten gemacht werden. Sie muss heute einen Corsage tragen, dass es von innen richtig anwächst. Also ich sag, von Februar bis jetzt ist es schon eigentlich gut verheilt. Aber sie kommt damit nicht zurecht. Das Gesicht ist ja nun auch, eine Gesichtshälfte ist auch betroffen. Das ganze Gesicht war betroffen. Ja. Aber die Ärzte haben gesagt, das Gesicht ist das, was am besten heilt. Wie sieht sie denn im Moment aktuell aus? Wie sind die Wunden verheilt? Am Gesicht schaut sie wieder fast so aus wie früher. Da sind an der Halspartie sind weiße Flecken,
wo es wahrscheinlich etwas länger dauert, am Oberkörper, da traut sie sich nicht mehr offen rauszugehen. Das bedeckt sie mit Rollkragenpullover. Wie weit ist denn der Oberkörper betroffen? Wie weit nach unten geht es denn? Ja, also bis über die Brüste. Mhm. Der rechte Arm ist schwer verletzt. An die Handflächen, oben drauf an die Finger sind Narben. Am rechten Knöchel sind Narben. Aber ja, das ist nicht das Schlimmste, weil da hat sie ja Schuhe oder Stiefel oder was drüber. Ja. Aber sie traut sich nicht mehr so offen rauszugehen, so wie sie es früher gemacht hat, weil ich will sie nicht hochheben. Ich sag, sie war ein bildhübsches Mädchen. Mhm. Sie hat das Fotosession von über 80 Fotos gemacht, ja, was sie eigentlich irgendwo anbringen wollte, dass sie als Fotomodell arbeiten wollte. Gab es denn, oder hat sie dafür, oder wird es dafür, es ist wahrscheinlich noch zu früh, das zu entscheiden, eine Entschädigung, ein Schmerzensgeld bekommen? Das ist, was hat sie gesagt, über 700 Seiten ist da ein Amtsprotokoll angelegt worden, weil es sind 14 Leute sind verletzt. 14 Leute sind verletzt. Mhm. Und sie ist die Schwerstverletzte gewesen. Die war 14 Tage in künstlichen Koma gelegt worden, weil die Atemwege auch verletzt waren. Der Partner war auch verletzt, der lag in einem anderen Krankenhaus. Wie lange lag sie überhaupt im Krankenhaus insgesamt? Circa 4 Wochen. Mhm. 14 Tage im Koma und 14 Tage danach auf einer anderen Station. Und muss ja sehr starke Schmerzen ausgehalten haben. Ja, die hat sie heute noch. Bis heute noch, ja, ja. Und jetzt ist sie seelisch und psychisch so angeschlagen, dass sie sich immer mehr zurückzieht. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe sie schon ermuntern können, dass sie wieder eine Disco aufsuchen konnte, weil Tanzen, das war ihr Leben, ne? Mhm. Aber wie gesagt, dann geht sie halt nur mit geschlossener Kleidung. Und man hat ihr die ganzen Haare abrasiert. Ja, wie alt ist sie eigentlich? Die ist 25. 25, mhm. Und jetzt findet sie niemand, der ihr eine Haarverlängerung macht, weil die hat die Schultern bis, die Haare bis an die Hüften so ungefähr hat sie gehabt, ne? Mhm. Ist sie denn danach, ich meine, das ist ja nun ein schwerer Schock gewesen, was sie da hat aushalten müssen, hat sie eine psychologische Betreuung bekommen? Im Krankenhaus hat sie einen Psychologen, aber da konnte sie nicht mit zurecht, weil sie sagt immer zu mir, ich bin bei diesen Gesprächen noch nicht dabei gewesen. Ja. Weil der immer wieder sagt von wegen, ich brauche nicht dabei sein, weil sie ist die Geschädigte. Mhm. Und er will sich mit ihr unterhalten. Und sie soll das, was sie vom Gefühl empfindet, das soll sie ihm darstellen. Aber du hast den Eindruck, dass ihr das nicht viel gebracht hat? Also so wie ich den Eindruck habe, hat sie das auch, glaube ich, schon inzwischen unterlassen, zu dem zu gehen, weil sie sieht da keinen Sinn drin. Also, habe ich das richtig verstanden? Da ist ein schlimmes Unglück passiert und deine Tochter ist jetzt sehr, sehr unsicher, wie sie weiter sich im Alltag bewegen soll und du weißt wiederum nicht, wie du damit umgehen sollst. Ja, ich habe die Bilder Tag und Nacht vor Augen, deswegen ich kann nicht schlafen und ich habe durch Zufall deine Sendung eingeschaltet und die schaue ich jetzt, seitdem schaue ich mir das jede Nacht an, weil wenn ich im Bett gehe und meine Augen zumache, dann werde ich wach und... Ich mache es folgende Vorschlag, Monika. Du hörst im Hintergrund die Musik. Die Musik heißt, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, ja. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig mit unserem Gespräch. Du legst erstmal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Ja, ist gut. Ich bedanke mich. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Karp, bei Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Christian Part, Heinrich Stanzig und Claudia Binsfeld. Am Montag gibt es keine Sendung. Wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und nochmal jetzt der Hinweis, nächste Woche Samstag sind wir im WDR-Fernsehen 23.30 Uhr mit Arabella Kiesbauer. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. 2 Uhr. Bochum. Im Opelwerk stehen die Bänder weiter still. Die Produktion werde auch in der Nacht vermutlich nicht wieder aufgenommen.